Wie ich aktuelle Immobilien kaufe, um langfristig davon zu profitieren. In diesem Video gehe ich auf drei Cases ein, wie man Immobilien kaufen kann oder wie ich es auch selber mache. Und der dritte Case ist dann die Gelddruckmaschine. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Schau es bis zum Ende an, wenn dich Immobilien kaufen interessiert. Im letzten Video sind wir schon darauf eingegangen, wie ich mit 18 nochmal anfangen würde. Aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Deswegen jetzt die aktuelle Situation, wie ich es jetzt mache. Im Eigentumswohnungsbereich, da ist die Hürde die, es gibt einfach einen riesen Wettbewerb. Die Preise sind teilweise gut. Wenn der Preis gut ist, gibt es einen übelsten Wettbewerb. Der Preis schießt hoch wegen Bieterverfahren. Da ist Schnelligkeit der Key. Da gibt es keinen Trick und kein Geheimnis. Man muss halt einfach schnell sein, man muss seine Grenzen kennen, wie weit kann ich finanzieren, was kriege ich schnell abgewickelt bei der Bank, ohne nochmal 10 Beratungsgespräche zu machen, dass du weißt, ich kann so weit gehen, das ist der Trick. Bei Mehrfamilienhäusern hingegen ist aktuell halt übelst oft der Fall, also wirklich oft. Das sehe ich bei 7 Plus Club Angeboten, das sehe ich bei Angeboten hier in der Region, die wir prüfen, das sehe ich überall, immer wieder, auch im Gespräch mit befreundeten Investoren taucht das immer wieder auf. Das Thema ist folgendes: Der Sachwert ist günstig, das heißt, das Haus kostet pro Quadratmeter ganz wenig im Verhältnis zu dem, was es mal vor ein paar Jahren gekostet hat. Und dadurch, dass halt die Preise so niedrig sind pro Quadratmeter, sieht es erstmal voll gut aus. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist halt das, es rechnet sich halt trotzdem nicht im Cashflow, weil die Mieten bestandsbedingt nie erhöht wurden. Es gibt niedrige Monatsmieten, kein Leerstand, ja, keine Aussicht auf eine Mietanpassung oder neue Neuvermietung. Das ist so das Problem. Auf diesen Deal, auf so eine Art Deal möchte ich jetzt mal eingehen. Ich habe jetzt hier ein konkretes Mehrfamilienhaus mitgebracht, das ich konkret auf dem Tisch hatte, durchgerechnet und durchgeprüft habe. Und das gehen wir jetzt durch. Es gibt ein Haus, ja, aber drei Cases, wie man es kaufen kann. Es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation du dich befindest, welcher Case der beste ist. Alle drei funktionieren, keine Frage. Aber es gibt unterschiedliche Ausrichtungen, welcher Case welches Ergebnis mit sich bringen wird. Wir besprechen hier jetzt ein Dreifamilienhaus, bei dem ich den konkreten Ankauf geprüft habe. Das kostet 350.000 Euro im Angebotspreis. Der Verkäufer war bereit, auf 324.000 runterzugehen. Baujahr 1984 mit Gasetagenheizung. Das heißt, es ist sehr entspannt, weil die Mieter selbst für den Gas aufkommen. Also die haben einen Gasliefervertrag, Elektrovertrag und du als Hauseigentümer musst eigentlich nur Wasser und so allgemeine Sachen klären, aber nicht irgendwie Heizung abrechnen und so weiter. Dann ist ein Dreifamilienhaus mit 3x70 Quadratmeter Wohnungen. In Summe sind das dann 210 Quadratmeter. Bei einem Kaufpreis von 324.000 Euro sind wir dann bei einem Quadratmeterpreis von 1.540. Das ist nix. Ja. Das ist sehr, sehr wenig in der Lage. Normalerweise Eigentumswohnungen leerstehen 3.500 bis 4.000 Euro. Aber das Haus rechnet sich cashflowmäßig trotzdem nur spärlich. Da gehen wir gleich drauf ein. Und die Mieten sind ja 450 Euro pro Wohneinheit im Schnitt. Das sind 16.200 Euro Miete im Jahr. 6,50 ist die Istmiete pro Quadratmeter und Mietspiegel sagt 13,50 Euro. Wenn ich das jetzt ausrechne mal, 16.200 geteilt durch 324.000, das sind 5% Rendite. Hört sich erstmal nicht schlecht an, war auch immer nicht schlecht, aber jetzt haben wir halt einfach Finanzierungskosten bei einer durchschnittlichen Finanzierung von 6% in Bezug auf die Finanzierung. Das heißt 4% Zins und 2% Tilgung. Das ist so eine Pi mal Daumen Kondition, die man bekommen kann. Man kann also heute, Tag heute, man kann auch ein bisschen besser, ein bisschen billiger hinbekommen. Und das ist auf jeden Fall der Fall bei dem jetzigen Haus. Ich gehe jetzt hier auf drei Cases ein, die wir im Detail besprechen und auch ein bisschen durchrechnen, wie man so ein Objekt finanzieren kann. Also gekauft sollte das auf jeden Fall werden, weil meiner Meinung nach der Sachwert, also wie viel das Ding wert ist, im Verhältnis zu dem, was du bezahlst, sehr gut ist. Die Mietentwicklung ist halt schwierig, weil man weiß nicht, kann man mal einen Mieterwechsel machen oder nicht, weil darin liegt eigentlich der größte Hebel. Wenn einer auszieht, kann man renovieren und richtig gut vermieten. Wenn nicht, ist es ein bisschen schwierig, wegen den Grenzen und Anpassungsmöglichkeiten, welche man dann hat. Okay, 1 bis 3. Case 3 ist die Gelddruckmaschine. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, weil da musst du kein Geld reintun und es kommt halt raus am Ende. Der erste Case
ist, man kauft das Haus, das kostet ja 324.000 Euro. Die Kaufnebenkosten sind Makler und die anderen Nebenkosten, Grunderwerbsteuer und so weiter, sind 34.000 Euro in Summe. Das heißt, der Gesamtkapitalbedarf ist 358.000 Euro bei diesem Case. Case 1, Vollfinanzierung. Das heißt, ich als Käufer setze gar kein Eigenkapital ein, gar nichts. Unter der Annahme, dass die Bank die Finanzierung halt macht, um die Kaufnebenkosten auch mitzufinanzieren. Das ist möglich, wenn man genug monatliches Einkommen hat, um die Kosten zu decken, die die Finanzierung mit sich bringt. Ich habe jetzt in der Berücksichtigung keine Renovierungen oder Rücklagen oder sonst irgendwas berücksichtigt, weil das ist ein Dreifamilienhaus. Das kann noch was kommen, muss aber nicht. Ich habe es nicht berücksichtigt, einfach aus Komplexitätsgründen, damit man halt mal nur auf die Zahlen schaut hier in dem Beispiel. 358.000 Finanzierungsbedarf, ja, bei 4% Zins und 2% Tilgung sind das 21.512,30 € im Jahr. Bei monatlichen Mieten von 16.200 Euro ist das ein negativer Cashflow von 5.312,30 € pro Jahr. Das heißt, das musst du am Anfang im ersten Jahr drauflegen, bis du die Miete anpassen kannst. Mal angenommen, im dritten, vierten Jahr wird die angepasst. Da habe ich hier mal eine kleine Tabelle, wenn man die Mieten immer mal wieder anpasst, alle 3 Jahre um 15%, was in der Regel möglich sein sollte. Ob es klappt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist so die Annahme, die ich jetzt hier mal getroffen habe. Das heißt, du musst innerhalb der nächsten 10 Jahre aufgrund des negativen Cashflows, der wird ja immer weniger, umso öfter die Miete angepasst wurde, 21.721,37 € bringen. Ja, jedes Jahr ein bisschen Kohle, am Ende wird es weniger und im 10. Jahr machst du das erste Mal positiven Cashflow. Ganz wichtig, du tilgst ja auch, also linke Tasche, rechte Tasche. Der Kredit wird ein bisschen weniger während der ganzen Zeit, aber frei liquides Kapital hast du nicht. Du bringst Geld mit ein in das Ganze, aber dafür hast du initial nichts einsetzen müssen. Cashflow-Finanzierung. Also erster Case ist, ich habe gutes Einkommen, aber keine Rücklagen und will das Haus unbedingt kaufen. Zweiter Case, Cashflow-Finanzierung. Das heißt, ich will es kaufen, aber jeden Monat Plus machen, schon von Anfang an, weil dieser negative Cashflow macht mich verrückt, der belastet mich. Und ja, deswegen Case Nummer 2, ganz einfach, ganz einfach. Kein Cashflow in den ersten 3 Jahren, bis die Miete erhöht wird in dem 4. Jahr oder im 3. Jahr oder wie auch immer das vom Timing hinhaut. Und zwar musst du rechnen einfach den Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten und dann halt, wie viel rückwärts gerechnet Finanzierung kann ich mir durch 6% Annuität leisten durch diese 16.200 Euro Miete im Jahr. Und da komme ich durch eine Rückwärtsrechnung auf 6% rückwärts hoch auf 270.000 Euro Finanzierung. Ohne Berücksichtigung von Steuern oder Rücklagen oder sonst irgendwas, wie gesagt. Das heißt, man kann 270.000 finanzieren, um Cashflow-neutral zu sein, was sich dann im 3., 4. Jahr in Cashflow-Positivität umwandelt. Und wir haben dann in Summe über die 10 Jahre einen Cashflow generiert von 31.400 Euro. Und natürlich weniger Kredit offen am Ende, auch entspannt, oder? Deswegen ist dieser Case quasi der Cashflow-Case. Wie macht man das Ganze, wenn man von Anfang an Cashflow generieren möchte? Das ist relativ easy, musste halt Geld legen und zwar 80.000 Euro. Wenn du die nicht hast, bleibt dir nichts übrig, als Case 1 zu machen, nichts anderes. Im Case 1 hast du 0 Euro eingesetzt am Anfang. Du hast minus 21.000 Euro Cashflow, das heißt eingebracht 21.000 Euro, ja. Die Anfangsfinanzierung, die war initial 358.000, übrig ist davon noch 298.000, unter der Annahme, dass das Haus nach 10 Jahren noch der Kaufpreis wert ist. Es gibt natürlich immer eine Wertänderungsrendite auch noch. Wird das Haus teurer oder billiger? Es kann beides passieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Kaufpreis des Hauses konstant bleibt, was halt am Ende übrig bleibt, ja. Und zwar haben wir dann einen Kaufpreis von 324 gehabt. Wenn ich Cashflow, den negativen Cashflow rechne, mit der Restschuld verrechne und so weiter, haben wir einen Vermögenszuwachs von 3.348 Euro in 10 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Ob sich das lohnt mit dem ganzen Stress, den man hat. Case 2.
initialer Kapitaleinsatz war 80.000 Euro, deswegen haben wir weniger finanziert von Anfang an. Also wir sind hier mit einer Finanzierung von 270.000 Euro gestartet. Kapitaleinsatz über die Zeit 0, weil wir haben ja direkt so viel eingesetzt, die 80.000, damit wir positiven Cashflow haben von der ersten Mieterhöhung an. Cashflow über die Zeit ist plus, also Kapitaleinsatz über die Zeit 0, Cashflow über die Zeit 31.000 und die Restschuld 225.000 Euro. Unter Berücksichtigung eines konstanten Wertes der Immobilie haben wir ein Vermögen von 130.000 Euro geschaffen. Oder haben wir ein Vermögen in Höhe von 130.000 Euro, aber nur einen Zuwachs von 50.000 Euro. Aber im Vergleich zum ersten Case sind es schon mal so 47.000 mehr. Warum? Es gibt den Zinseszinseffekt beim Sparen, aber auch beim Finanzieren. Das heißt, wenn man mit weniger anfängt, mit weniger Kredit und immer reinzahlt, dann wird es auch schneller weniger. Weil wenn du einen höheren Kredit hast, dann ist der Zinsanteil größer im Verhältnis zum Tilgungsanteil und das verschiebt sich halt schneller in die Richtung der Tilgung. Zumal diese 80.000 von Anfang an schon ein Tilgungsbooster sind. Das ist der Case 2. Jetzt haben wir beide Cases mal berechnet oder besprochen. Case 1, ich setze kein Geld ein und will Geld machen, habe aber negativen Cashflow über die Zeit. Und am Ende habe ich einen Vermögenszuwachs, wenn ich alles berücksichtige, Wert der Immobilie und so weiter, von 3.000 Euro. Das ist eine Spekulation auf einen Wertzuwachs. Wenn ich das durchziehe, 10 Jahre, und das Ding ist mehr wert, kann ich gut Geld verdienen. Case 2 ist für ein bisschen sicherheitsbedürftigere Menschen oder die halt ein bisschen Geld schon zur Seite haben. Da kann man dann definitiv schon mit Cashflow reingehen. Hat auch natürlich gegebenenfalls einen Wertzuwachs, aber ist ein nachhaltigerer Vermögensaufbau. Weil selbst wenn der Wert gleich ist oder fällt oder sonst was, man das Ding langfristig hält, man gewinnt schon durch die monatlichen Überschüsse im Case 1 nicht. Jetzt kommen wir zum Master Case und zwar zur Gelddruckmaschine. Der Case 3, die Gelddruckmaschine. Case 1, 2 ist halt ein bisschen, also Case 1 ist ein Stück weit auch eine Gelddruckmaschine, Case 2 ist ein Investment Case, Case 3 ist eine richtige Gelddruckmaschine, weil in meinen Augen ist ein Investment immer was. Also ich gebe Geld rein und kriege mehr raus, okay? Bei einer Gelddruckmaschine, da kommt nur Geld raus und ich tue keins rein. Das ist halt der Unterschied, genau. Und jetzt kommen wir auf den Case 3 zu sprechen. Case 3, da ist ein bisschen auch Verhandlungsgeschick mit dem Kapitalgeber oder mit der Bank notwendig. Wir haben hier wieder die gleichen Randbedingungen. Kaufpreis 324.000, Finanzierung 358.000, wenn man alles finanziert. Ja. Kein Eigenkapital, weil wir drucken ja Geld aus dem Nix einsetzen. Ja. Das heißt, wir haben eine Thematik zu meistern. Wie kriege ich denn das jetzt hin, dass ich nicht von Anfang an Geld bringen muss, sondern Geld rausziehen kann aus dem ganzen Investment, dass ich in 10 Jahren eine teilgetilgte Immobilie habe und nicht monatlich Geld bezahlen musste. So. Das Problem ist folgendes gewesen. Zins und Tilgung waren ja am Anfang im Case 1 waren die in Summe 21.000. Im Case 2 waren die schon gleich hoch wie die Mieteinnahmen, aber dafür haben wir viel angezahlt. Und im Case 3 müssen wir jetzt mit der Bank reden. Und zwar folgendes könnte man vereinbaren, wenn man gut auf sie zu sprechen ist. Man kann die Tilgung aussetzen für die ersten 3 Jahre zum Beispiel oder ersten 2 oder ersten 4, je nachdem, wie viel man da rausholen kann. Aber jetzt hier in dem aktuellen Beispiel habe ich mal 3 Jahre tilgungsfrei angenommen. Das heißt, man hat im ersten, zweiten und dritten Jahr einen Zins zu zahlen bei gleichbleibendem Kredit, aber keine Tilgung. Das heißt, der Kredit ist im dritten Jahr, wenn es rum ist, immer noch gleich groß wie vorher. Und wenn man dann die Zinsen rechnet, hätte man 14.341 Euro Zinsen im Jahr. Aber die Mieten sind ja 16.200 Euro im Jahr. Das heißt, ich mache schon Plus vom Anfang an. 16.200 Miete, 14.300 Zins, das ist ein Cashflow von 1.850 Euro im Jahr. Und wenn man dann im vierten Jahr die Tilgung einsetzt, dann hat man da wieder zwar einen negativen Cashflow im vierten Jahr von 2,8 und im fünften von 2,5 und im sechsten von 2.000 Euro, aber im siebten kann ich ja die Miete schon wieder erhöhen. Wir tun ja alle 3 Jahre die Miete erhöhen und die 4, 5, 6, also Jahre 4, 5, 6, die negativen Cashflows aus diesen 3 Jahren kann ich überwinden mit den Überschüssen der ersten 3 Jahre. Das heißt, ich mache ein bisschen Plus in den ersten 3 Jahren, 4, 5, 6, das Jahr jahresbedingt Minus und dann kann ich das Minus ausgleichen, ja, mit dem, was ich im ersten 3 Jahren an Plus gemacht habe. Und dann hat man in 10 Jahren
den Case 3, ja, den ich jetzt auch mal gegenüberstelle zu Case 1, Case 2. Und zwar, wir haben hier Vermögen aufgebaut, ohne Geld einzusetzen. Ja. Kapitaleinsatz initial 0 Euro. Kapitaleinsatz über Zeit, also das, darunter verstehe ich den negativen Cashflow über die Zeit, der ist auch 0 Euro. Cashflow über Zeit, 8.500 Euro haben wir plus gemacht auf dem Konto. Die Restschuld ist 317.000 Euro, also ist die höchste Restschuld von allen drei Cases. Kaufpreis war 324.000 Euro ohne Nebenkosten. Das heißt, wir haben ein Vermögen aufgebaut von 6.391 Euro. Das berechnet sich wie folgt. Restschuld plus wie viel ist das Objekt wert gewesen ohne Wertentwicklung. Und dann haben wir noch einen natürlichen Kontostand auf dem Girokonto, weil es gab ja noch einen positiven Cashflow von 8.500, haben wir 14.900 Euro Vermögenszuwachs. Ja. Also Vermögenszuwachs ist immer Cashflow über die Zeit plus wie viel die Differenz vom Kaufpreis oder vom Wert der Immobilie zum Restkredit ist. Und dann haben wir natürlich nicht so viel wie im Case 2 verdient, aber auch kein Geld eingesetzt. So, das waren jetzt die drei Cases, die ich eben vorgestellt habe in Bezug auf ein Dreifamilienhaus, welches ich konkret geprüft habe zum Ankauf. Ich persönlich würde es immer abhängig machen, welche liquiden Mittel halt gerade frei sind. Also Case 1, ja, würde ich nicht machen, gar nicht eigentlich. Also Case 1 würde ich, glaube ich, gar nicht machen, es sei denn, man kommt halt schneller in den positiven Cashflow rein, weil man halt echt monatlich dauernd drauf zahlen muss. Und das kann man einmal machen, aber halt nicht 10-mal. Ist halt nicht skalierbar. 2 ist auch nicht skalierbar, wenn man hat nicht unendlich Eigenkapital. Aber den würde ich halt schon deutlich bevorzugen zum Case 1. Also man kauft das Ding. Also habe ich auch schon gemacht und zahlt halt so viel an, damit der Cashflow passt einfach und basta. Dann hat man das Thema erledigt. Case 3 ist natürlich der geilste Case, der ein bisschen komplizierter und Verhandlungsgeschick erfordert. Wenn man schon größer unterwegs ist und ein bisschen gutes Verhältnis zu seiner Bank hat, ja, sondern ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Bank hat, kann man das erzwingen, dass man das hinbekommt. Man kann auch da noch ein bisschen in die Trickkiste greifen, wie zum Beispiel man hinterlegt eine Zusatzsicherheit für einen Zeitraum von x Monaten, Wochen, Jahren, je nachdem, wie viel und welches Objekt und Kaufpreis sich handelt. Zum Beispiel man hinterlegt ein Aktiendepot als Sicherheit, weil wenn man zum Beispiel ein Aktiendepot hat, das man langfristig halten will, kann man das als Sicherheit hinterlegen oder sonst irgendwas. Da gibt es auf jeden Fall Mittel und Möglichkeiten, um Case 3 zu realisieren, den ich persönlich am besten finde, weil man muss kein Geld einsetzen und macht am Ende ein bisschen mehr Plus als im Case 1. Ja? Den haben wir durchgespielt und deswegen würde ich den gehen. Case 3. Bei größeren Sachen, bei so kleinem Zeug auf gar keinen Fall. Das ist zu aufwendig, sich darum zu kümmern. Da muss immer auch die Verhältnismäßigkeit vom Zeiteinsatz zum Investment muss schon auch da sein. Welchen von den drei Cases findest du denn am besten und welchen von den drei Cases würdest du denn einschlagen, wenn du jetzt hier ein Mehrfamilienhaus kaufen würdest? Let me know in the comments below. Oder hast du noch eine andere Strategie?